So, hier nur ein kleines Infovideo. Einige werden es von euch gesehen haben, beziehungsweise ich denke mal schon ziemlich viele. Aber bei manchen gehen so Kleinigkeiten ja vorbei, weil man guckt halt wirklich nur dem einen YouTuber zu. Die anderen 3, 4 kennt man nicht. Aus dem Grund will ich euch nur mal ganz kurz was zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wisst, aber wir haben ein neues Emote, nämlich den Bananennachweis. Wo bekommen wir diesen Bananennachweis her? Ich werde es euch direkt zeigen, aber was ich euch direkt zeigen kann, er ist nirgendwo als Aufgabe verzeichnet. Also ich weiß nicht, warum die das machen, aber ich verstehe es nicht ganz wirklich. Warum sollen nicht alle Fortnite-Spieler die Möglichkeit haben, sowas zu bekommen? Ich finde das schon ein bisschen unfair, weil es muss immer irgendeiner leaken oder hast du nicht gesehen oder muss zufällig durchs Menü stolpern, um so Sachen zu finden. Also ich persönlich finde das eigentlich unfair den normalen Spielern gegenüber. Aber ich denke mal, Epic muss sich das selber überlegen. Aber es kann ja nicht sein, dass wir YouTuber in Anführungszeichen sowas immer rausfinden müssen beziehungsweise mitbekommen von den Leakern. Und dass sowas nicht einfach normal im Spiel ist, keine Ahnung, kann auch ganz normal hier als Tagesaufgabe geheime Missionen, zack, und dann kleine Tipps dabei. So, aber nochmal, wie gesagt, es geht jetzt um das Emote. Ich werde es euch ganz schnell zeigen, wo das Ganze zu machen ist. Nämlich, wir müssen hier zu den Agenten rein. Ich gehe zum allererstes Mal bei Midas rein. Dann zeige ich euch, was wir da machen müssen. Ihr seht, hier ist nichts anklickbar. Aha, doch. Hier ganz rechts neben dem Bild, also die Maschine da, die Musik macht, ich komme gerade nicht auf den Namen, wie das alte Ding heißt. Dann drauf spammen, bis er anfängt Musik zu machen, so. Ha, guckt hier links, wer guckt da raus? Genau, der Malan Joe. So, dann, die Idee ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Dann gehen wir mal zur Katze rüber. So, was fällt uns hier auf? Euch fällt wahrscheinlich gar nichts auf. Die, die es nicht schon nicht gemacht haben, was soll einem hier auffallen? Warum soll ich hier irgendwas krumm gucken? Guck mal, hier kann ich nichts machen. Oh doch, die Dartscheibe. Aber um die soll es hier nicht gehen. Und wirft er noch einen vierten Pfeil? Ne, 3 Pfeile. So, dann haben wir hier oben links, neben dem Fernseher, auf dem Kratzbaum, ist eine kleine Katze. Achtung, noch ein Stück nach hinten. Noch ein Stück nach hinten. Und zack, Achtung, zack, wer kommt da hinterm Kratzbaum? Genau, die Banane wieder. So, dann gehen wir direkt mal wieder weiter. Zack, ab zu Brutus. Was haben wir hier? Ja, hier kann man eigentlich nichts machen, ne? Oder? Doch, hier die Rohre. Also, hier gibt es eine Reihenfolge. Hier passiert nämlich nichts, da passiert nichts, da passiert nichts. Ich zeige es euch direkt, bevor ihr da stundenlang rumprobiert. Ich habe nämlich gestern selber bald 3 Minuten da rumgebastelt. Also erst hier das rechte, dann das hier. Ihr seht ja dieser Qualm, der da rauskommt. Dann das hier oben. Dann, ne, das geht nicht so. Und das hier. Achtung, jetzt explodieren sie quasi und da kommt da hoch. So, das war Aufgabe Nummer 3. Und damit hättet ihr nämlich dann auch alles fertig. Also wenn ihr es genauso macht wie ich, bekommt ihr da ganz entspannt den Bananennachweis. Wenn es natürlich wieder so Kleinigkeiten gibt im Spiel, werde ich euch das natürlich sagen. Aber denkt dran, vergesst nicht ein Like da zu lassen. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, gerne ein Abo da lassen. Jetzt kommen wir ganz schnell zu der Skin-Verlosung-Geschichte. Nur damit es alle wissen, die auch neu auf dem Kanal sind. Ja, wir verlosen Skins, das ist kein Clickbait oder hast du nicht gesehen. Denn durch euren Creator-Code-Einnahmen, also meine Creator-Code-Einnahmen, ist es mir halt möglich, euch Skins zurückzugeben. Heißt in Anführungszeichen, wir machen das Ganze über eine Verlosung. Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst lediglich Mitglied sein, weil damit will ich einfach die supporten, die meinen Kanal halt auch finanziell unterstützen. Ich danke natürlich auch allen, die da unten Kommentare schreiben, die Likes machen, die mein Video teilen, bei den Custom Games mitmachen, bei Skin-Verlosungen mitmachen. Und auch da wieder großes Lob an alle. Also alle, die mitmachen. Sagen wir mal so. Ich sehe bei anderen Skin-Veranstaltungen, da geht ja gar nichts. Ich muss sagen, bei uns geht es eigentlich. Das sind immer 1, 2 Dullis, die probieren es halt. Aber auf Dauer bringt es auch nichts. Wir haben ja jetzt schon letztens in den Custom Games gesehen, auf ganz entspannt
hat wieder irgendein Idiot versucht zu teamen. Einige haben ihn dann gemeldet, die in der Runde drin waren. Was war das Endergebnis? Ja, der ratet mal. Der Bannhammer hat zugeschlagen. Also da kann ich nur jedem raten, hört auf zu teamen. Es bringt euch einfach nichts. Denn Team ist einfach für den Arsch. Ich weiß nicht, ob die Leute mir einfach nur schaden wollen, ob sie Langeweile haben, keine Ahnung. Aber es ist halt einfach Blödsinn. Aber ich muss ehrlich sagen, nochmal ganz großes Kompliment an wirklich alle von euch, die immer aktiv im Stream dabei sind. Weil ihr macht das Ganze möglich, dass der Stream überhaupt funktioniert. Weil ganz ehrlich, wenn ihr immer nur reinkommen würdet und würdet nur Hallo schreiben, dann schreiben 10 Leute Hallo, 20, 30 und der Chat besteht nur aus Hallo. Ich sag ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder euch auch, aber ich finde, einige von euch haben sich schon miteinander angefreundet, wie zum Beispiel der Simon, der kam aus dem Nichts. Ich habe ihn halt gesehen, habe ein bisschen bekannt gemacht, in Anführungszeichen, auf meinem Kanal und dadurch haben sich halt auch so eine gewisse Verbindung entwickelt. Viele haben sich durch mich kennengelernt, was mich auch wirklich freut. Alle unterhalten sich freundlich im Chat. Der ein oder andere spielt mit dem anderen. Also wer komplett neu ist, habt keine Angst, einfach bei uns im Stream vorbeizukommen. Es wird jeder herzlich aufgenommen. Wer natürlich zur Familie gehört, sind die Mitglieder. Ist bei uns einfach so gang und gäbe, ist halt dann einfach willkommen in der Familie. Wir haben so ein, zwei Leute, die gehören zwar eigentlich auch zur Familie, aber sind halt keine Mitglieder. Er hat verschiedene Gründe. Der eine hat einfach keinen Bock. Gekoko, Gruß geht schon mal an dich raus. Auch wenn er wahrscheinlich nicht so lange guckt. Weil Danksagungen hört er sich nie gerne an. Dann Zamperl, der es einfach nicht darf. Oder dann geht irgendwas schief. Aber ich verstehe auch die Eltern, die dann sagen, nee, ich will da kein Abo, nee, Kind. Weil ich bin da ganz ehrlich, ich würde es meinem Kind auch nicht erlauben. Dem Älteren, ja, da sage ich einfach, es ist dein Geld, mach wie du das willst. Aber der Jüngere, hey, da würde ich auch sagen, nö. Ach, weiß, warum ich gerade eine Pause gemacht habe? Irgendwas ist in meiner Nase. Achtung. So viele werden eh nicht mehr da sein. Braucht man nicht rausschneiden, braucht man nicht stumm. Ich sag nur Gesundheit. Also, jeder, der jetzt dabei noch ist, schreibt mal bitte Gesundheit. Einfach nur Gesundheit. In die Kommentare. Ich will es einfach nur mal wissen, wer diesmal bis zum Ende da bleibt. So, auf jeden Fall will ich halt natürlich Danke sagen und in erster Linie, ich kann alle Eltern verstehen, die da sagen, nein, will ich nicht, hast du nicht gesehen, macht auch Sinn irgendwo, weil ihr sollt halt lernen, mit eurem Geld umzugehen, aber andererseits, ich persönlich finde, sag einem Kind, gut, darfst du machen, so und so viel Geld hast du zur Verfügung und mach damit, was du möchtest. Wenn du kein Geld mehr hast, am, sag ich jetzt mal, 3. des Monats, dann hast du Pech gehabt. Also so schlecht finde ich das Ganze eigentlich nicht. Ich finde halt, manche halten ihre Kinder dann einfach auch zu lange vom Geld weg und danach haben sie nämlich überhaupt keine Möglichkeit mehr mit Geld umzugehen. So, was machen wir jetzt noch? Genau, Shop war mir eben schon mal ganz kurz drin. Shop-Video war ja da. Ihr wisst ja, vergesst bitte nicht, Creator-Code einzutragen. Das Krasse ist halt wirklich, erst ging die Kurve wieder nach oben von den Unterstützern und jetzt geht es wieder ganz schnell nach unten. Das liegt aber auch oft daran, dass dann einige den Code nicht mehr drin haben. Also guckt bitte wirklich nach, ob ihr ihn noch drin habt oder nicht. Selbst mir passiert es, wie oft der Code ist nicht mehr drin. Ich kaufe mir irgendwas und dann bäm, leider verloren. Denn ich denke mal, dass heute noch auf jeden Fall ein neues Paket reinkommt. Mal gucken, wer sich das alles so gönnt. Und da könnt ihr mich natürlich auch wieder ein wenig unterstützen. So. Dann, des Weiteren, im Battle Pass habt ihr schon gesehen, Spiel der Spione. Wir sind hier schon wieder voll, aber nur der obere Teil, den unteren werde ich wahrscheinlich jetzt am Wochenende machen. Wahrscheinlich auch mit einem von euch, beziehungsweise den Mitgliedern. Bietet sich eigentlich gut an, ist eine Abwechslung, man kann zu zweit was machen, man kann sich unterhalten. Und ich denke mal, es kommt auch so ganz gut bei euch Mitgliedern an. Weil nur so normale Du-Runden, ja, ist ganz interessant, aber hier ist eigentlich, hier kommt es halt so nicht 1 gegen 1, sondern 2 gegen 2. Oder halt 4 gegen 4. Aber 4 gegen 4 finde ich schon wieder zu unübersichtlich, so als 2 gegen 2 ist wirklich nice. Also macht auch mir Spaß. So, dann würde ich sagen, genug geblabbert. Ich hoffe, wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Emote. Kostenlos, was will man mehr? Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, macht nicht so lang, geht auch mal in die frische Luft, geht nur auf den Balkon,
Und in diesem Sinne, haut rein.